Hallöchen, guten Morgen, Sieglinde sorglos, mal wieder mit Hündchen unterwegs gewesen. Sag mal, ich bin noch nicht zu Hause. Ja, ganz kurz nur, ja, gestern war ein schöner Abend. St. Martinszug, bunte Laternen, leckeren Glühwein mit Schuss und so weiter. Eins hat mir extrem nicht gefallen. Man konnte in der Toilette, wo die Kiddies sonst ihre Toilette haben in der Schule, konnte man auch auch Pipi machen und so weiter. Und aber irgendjemand, vielleicht war es auch ein Kind, aber war nicht so schön. Hat ja da irgendeiner da, ja, sagen wir mal, Ziel verfehlt, ne? Die hat die Schüssel gesprengt, auf Deutsch gesagt. Aber gut, kann ja alles passieren. Aber sonst war es eigentlich ein sehr schöner Abend. Ja, was ich euch ganz kurz nur sagen wollte, ich habe schon mal ein Video gedreht. Und zwar, ich bin nicht der Freund der Windräder, obwohl ich habe nichts gegen ein paar Windräder, obwohl ich ja mittlerweile ja so ein bisschen daran zweifle, vor allen Dingen an der Menge und wo die Windräder oft aufgestellt werden. Da bin ich nicht überall dabei, auf keinen Fall. Ne? Vor allem, wenn ich so ans Meer denke, wenn da die Betonfundamente ins Meer reingekloppt, gebohrt werden und die Windräder da durchlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass da einige Tiere dem nicht standhalten können. Ne? Was da für Übertragungen im Wasser sein müssen, das muss ja extrem sein. Ist ja auch schon so, wenn man sich in der Nähe vom Windrad befindet. Lass mal abkürzen eben. Ja, ich steige jetzt mal eben aus. Wie gesagt, ich bin noch unterwegs. Und zwar habe ich es jetzt auch gesehen. Ich habe letztes Mal schon mal angezeigt. Da ist mir bei einem Windrad aufgefallen, wie extrem, nicht Vandalismus, sondern auch, aber was da für Risse waren, oberflächlich, wie tief die Risse jetzt da in dem Fundament zu sehen, oder wie tief die jetzt waren. Ich bin kein Statiker, aber ich sehe, hier hat man wohl, ist genau dasselbe, die untere Säule hier, genau bei dem anderen Windrad, hier hat man auch, ist man an der unteren Säule am Arbeiten, die ist eingerüstet, und genau in dieser Höhe habe ich auch, seid ihr noch da? Ja, diese Risse habe ich auch in einem anderen Windrad festgestellt, aber ganz extreme Risse, fast die Tür bis fast am Rausfallen ist. Das ist wohl nicht unüblich. Hier sieht man auch, hier ist sie schon erneuert. Ne? Und hier hat man wohl die ganze Farbe schon ausgetauscht. Ob es dafür reicht, weiß ich nicht, weil ich sehe auch immer noch, tiefere Risse, die sich hier im Beton selber befinden, hier die ganzen Risse. Ja, und naja, ich hoffe halt nur, dass da nicht, ich glaube, sind da schon einige abgebrannt, sind doch schon welche in sich zusammengefallen, ich weiß es gar nicht, aber ist beängstigend, wie die sich, so viele Jahre stehen die noch gar nicht hier, wie sich die Windräder ja verändern, ne? Man sieht also mit dem Auge schon, ja, wie der Beton arbeitet, wie der Risse bekommt. Ich hoffe, dass das nicht zu irgendeinem Umkippen oder zu einem Einbruch oder zu einem großen Schaden führen wird. Ne? Die sollte man wirklich dringend im Auge halten, die Teile. Ich habe mal was gehört von 10, 12 oder 15 Jahren, da müssen die so erneuert werden. Ich weiß es nicht genau. Aber hier legt man mittlerweile Hand an, weil ich auch richtig finde. Und naja, gut, wollte ich euch nur mal sagen. Also, es ist schon, habe ich schon recht gehabt, dass die extrem anfällig sind, gerade im unteren Bereich wohl. Das ist das, was ich sehen kann. Okay, genug geredet. Ja, heute gibt es noch ein Fußballspiel hier im Dorf. Ja, der KFC spielt für nächstes Jahr erst. Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen. Ja, was habe ich sonst noch zu berichten? Erstmal gar nichts, ich höre einfach auf. Genug geredet. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und bleibt gesund. Habt eure Freunde und eure Familie lieb und euch selber auch. Liebe Grüße, tschüss, sorglos, tschüss.